Schmel, jetzt bist du definitiv gefordert. Wir wollen klare und ehrliche Antworten, obwohl eigentlich auch nicht wir, sondern ein Mitspieler. Ja, Schmelle, hi. Novi, hallo. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage wäre, erzähl mal was, warum du mich früher gehasst hast. Und die zweite Frage ist, warum du Ratinho heißt. Ehrliche Antworten wolltest du haben. Man muss dazu sagen, dass ihr ja inzwischen mehr als sehr gut befreundet seid, ne? Ja, absolut, ja. Jetzt er hat ja, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, er sagt es ja ungern. Ich sage das aber nicht ungern, sondern ich habe da kein Problem mit, das zu sagen. Und ich habe auch kein Problem damit, das zu sagen, dass ich am Anfang schon so ein paar Probleme mit ihm hatte. Wir sind zwar immer, wir waren in einer Klasse gewesen, nur war Nuri halt damals schon sehr, sehr jung Profi gewesen. Und ich bin halt meistens alleine zur Schule gegangen und habe halt immer den Ärger abbekommen, den eigentlich er hätte abbekommen sollen. Aber er war halt nie da, weil er beim Training war. Und ja, das war halt einfach. Und für mich war es auch, ich bin halt aus Magdeburg gekommen, aus einer kleineren Stadt, komme hier nach Dortmund. Und dann, ja, stand mir da so einer entgegen vor. Es ist schwierig, das zu beschreiben, warum wir uns damals noch nicht so gut verstanden haben, aber jetzt mittlerweile verstehen wir uns dafür umso besser. Da war auch noch eine zweite Frage. Ich weiß nicht, wie er da drauf gekommen ist, auf diesen Spitznamen. Ich weiß es halt nur, dass der Spieler mal bei Kaiserslautern gespielt hat. Hat er dir das verraten, warum er da? Nee, die Frage hat er einfach gestellt. Ja, dann muss er das nächste Mal selbst beantworten. Er durfte ja nur eine Frage stellen, oder nicht? Ja, in deinem Fall, du bist Kapitän, darf man auch mal zwei stellen. Ja, ich glaube, es ist einfach, weil ich auf dem Platz dann auch, ja, wie soll ich das sagen, eine kleine Ratte sein kann, wahrscheinlich deswegen. Und da ist es die Verniedlichung, ist einfach okay. Ratinho denn.